Moin, moin Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Children of Silent Town. Ja, ich habe ehrlich gesagt, erstmal sind wir 2 Wochen zu spät, tut mir leid. Ich habe irgendwie komplett vergessen, dass ich Children of Silent Town vor 2 Wochen eigentlich die erste Folge dann raushauen wollte. Ja, stattdessen kriegt ihr die jetzt. Wir haben ja schon einen Livestream angespielt und ich habe, jetzt liegt das schon wieder ein bisschen zurück. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, was unsere Aufgabe ist. Wir werden schon herausfinden. Also wir haben gerade irgendwie Mutti verloren, die ist irgendwie jetzt verschwunden. Fadi, weiß ich nicht, glaubt, der hat sich auf die Suche gemacht oder so. Mal halt nicht darum gebeten, die Pflanzen zu schneiden. Sie wachsen unheimlich schnell. Ah, und macht das Spaß? Naja, die kleinen Blätter nerven, aber bei den großen hat man wirklich das Gefühl, voranzukommen. Es gibt Schlimmeres. Okay, das stimmt nicht. Es ist wirklich langweilig, aber du weißt ja, wie Mama ist. Erst die Pflicht und dann noch mehr Pflichten. Was machst du hier? Ich stecke mitten in einer Ermittlung. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Na klar. Wie du weißt, ist meine Mutter. Ich hab's gehört. Das tut mir wirklich leid. Wie geht es dir? Naja, es ging mir schon mal besser. Niemand aus meiner Familie ist jemals verschwunden, also mag ich mir gar nicht vorstellen, wie du dich im Moment fühlen musst. Aber wenn du eine Freundin brauchst, weißt du, wo du mich finden kannst. Danke, Sunny. Und Lucy, ja? Ich weiß, dass du mutig bist, aber bitte geh nicht in den Wald nachher suchen. Ich meine es ernst, ich möchte nicht, dass meine beste Freundin von Monstern verschleppt wird. Sunny, du bist hier diejenige, die verantwortungsbewusst ist, nicht ich. Lucy! Es ist nur ein Scherz, keine Sorge, ich gehe nirgendwo hin. Ich möchte nur mehr über die vermissten Leute herausfinden. Ich weiß, ich verstehe schon, die Erwachsenen erzählen uns nicht alles. Das ist dir auch aufgefallen? Ja, aber ich bin mir sicher, dass sie einen guten Grund dafür haben. Sie möchten nicht, dass wir uns Sorgen machen. Und dasselbe gilt auch für mich. Ich will mir keine Sorgen um dich machen müssen. Keine Angst. Dann machen wir mal erstmal hier. Bringen wir nochmal Wald hier. Warst du schon mal im Wald? Natürlich nicht. Meine Eltern werden schon wütend, wenn ich zu spät zum Abendessen komme. Ich mag mir nicht einmal vorstellen, was sie tun würden, wenn ich in den Wald gehe. Ich war auch noch nie dort. Der Einzige, der dort hingehen darf, ist der Tischler. Du könntest ihn fragen, aber Erwachsenen diese Fragen zu stellen, ist keine sonderlich gute Idee. Sie reden nicht gern darüber. Schon verstanden, danke. Der alte Mann da drüben, ich habe das Gefühl, dass er aus irgendeinem Grund wütend auf dich ist. Der Mann da drüben starrt mich die ganze Zeit lang an. Ich glaube, dass er mich vielleicht hasst, aber ich weiß nicht warum. Er sieht wichtig aus, es macht mich ganz nervös. Wenn du magst, kann ich versuchen, mit ihm zu reden. Bist du sicher, dass er dann nicht noch wütender wird? Keine Sorge, ich bin nett zu ihm. Eine letzte Frage hier. Was weißt du über die Monster? Naja, sie leben im Wald, nachts brüllen sie und entführen Leute. Ja, aber wie sehen sie aus? Naja, ich stelle sie mir hässlich vor, mit einer Menge Augen und dickem schwarzen Fell. Ich glaube, ich habe eins gesehen. Weißt du, in der Nacht, als meine Mutter. Wirklich? Hattest du Angst? Es war nur für einen Augenblick. Ich bin sofort weggerannt. Ich kann mich noch an seine weiße Gestalt und seinen Brüllen erinnern. Das muss schrecklich gewesen sein. Weißt du, du bist die Einzige, der ich davon erzählt habe. Oh, Lucy, du solltest das für dich behalten. Solche Geschichten regen die Erwachsenen nur auf. Ich weiß nicht, was sie davon halten würden. Sie sind aber diejenigen, die uns von den Monstern erzählt haben. Und wenn sie glauben, dass es da war, um dich zu holen? Das glaube ich nicht. Es ist mir nicht gefolgt. Stell dir mal ihre Reaktion vor. Ich traue den anderen auch nicht. Wir haben alle zu große Angst. Ich wollte den anderen nichts davon erzählen, nur dir. Na gut, Lucy, sei vorsichtig. Ja, wir sehen, wir haben ja unglaublich viele Dialoge. Bis später. Dann macht es wieder ihre Arbeit. Gar keine Chance, hier groß zu plaudern, weil ich das vorlese hier. Also, ich glaube, der Tischler, der wird irgendwas wissen. Aber, also,
Jeder hier weiß irgendwas. Ich denke, der Tischler weiß vielleicht ein bisschen mehr, aber der wird uns nicht davon erzählen. Das werden wir nochmal rausfinden. Weil hier hinten ist niemand, ne? Oh, die alte Frau ist gegangen. Ja, stimmt, die saß ja irgendwie noch rum. Vorhin nochmal die letzten paar Minuten vom Livestream nochmal angeschaut, damit ich wenigstens ein bisschen Ahnung habe, wo wir waren. So. Also, ja, damit hat sich die Frage, was wir zu tun haben, ja eigentlich auch schon geklärt. Denn irgendwie sind wir hier nur erstmal herumfragen, ne? Ein paar Fragen stellen. Achso, hier war ja Dings. Da gehen wir nicht hin. Das ist Fadi am Arbeiten. Also nicht Fadi, das war immer anders, aber. Da wird gearbeitet. So, was ist mit dem Herrn hier? Niemand weiß, wie man Pflanzen richtig zu behandeln hat. Es fehlt die Leidenschaft. Naja. Die Blumenbeete sehen wunderschön aus. Vielleicht fehlt nur etwas Wasser. Wasser? Überall liegen vertrocknete Blätter und alte Zweige, die dringend weggeräumt werden müssen. Und der Boden ist viel zu hart. Das ist kein Blumenbeet, das ist ein Wald. Oh, also, bist du ein Gärtner? Gärtner? Wer, ich? Das, ihr gehört wisst rein gar nichts. Naja. Könnte ich dir vielleicht ein paar Fragen über die Stadt stellen? Wo hast du gelernt, wie man mit Blumen umgeht? Als wäre das nicht offensichtlich genug, aber ich schätze, man bringt den Kindern heutzutage nichts mehr bei. Was kannst du mir über den Wald erzählen? Haben sie dir etwa nichts beigebracht? Nein, ich meine, warst du jemals dort? Um was genau zu tun? Mit den Monstern reden? Du hättest keine dümmere Frage stellen können. Hast du irgendeine Ahnung, wie die Monster aussehen könnten? Ganz bestimmt besitzen sie Ähnlichkeit mit einer kleinen Göre wie dir. Lass mich in Ruhe. Okay, sehr sympathisch, muss schon sagen. Aber wir können ja Dinge tun. Fangen wir doch erstmal hier an. So, woran denkt er denn so schönes? Was hat er für Ehrung? Oh, Blumenbeet. Oh. Wollen wir mal wissen, was er hat. Werden wir noch herausfinden. So, jetzt müssen wir erstmal wieder. Hier ist erstmal Rätselzeit. So, wie geht der Spaß? Jetzt müssen wir durch alle Knöpfe hindurch. Ja. Ist wahrscheinlich. Nicht weiter wild, ne? Naja, das ist ziemlich einfach. Zack. So. Was hat Obi? Oh, er wurde verlassen, wa? Obi wurde wohl irgendwie verlassen. War wohl begeistert für Blumen? Hat eine Blume geschenkt bekommen? Wie? Ist sie ertrunken oder was, hey? Früher war hier alles voller Tibiskusblumen. Wie sehen sie aus? Du wirst sie hier nicht finden, denn keiner pflanzt sie mehr an. Es ist eine hübsche, kobaltblaue Blume mit breiten Blättern. Ich glaube, die habe ich irgendwo schon einmal gesehen. Nichts. Wollen wir mal gucken, wo wir eine Blume finden. So, aber erstmal wollen wir doch mal erklären, was sie für ein Problem hat. Was Obi für ein Problem hat. Hi, Sunny. Oh, oder auch nicht. Gut, dann erzählen wir halt nicht, was das Problem ist. Was Obi gegen sie hat. So, ist hier irgendwas? Also, wir haben die Blume irgendwo gesehen und Obi soll eine haben. Kinder haben auf meinem Feld nichts zu suchen. Verschwinde! Eine wahre Freude. Wie immer. Hallo, Häschen. In diesem Käfig zu stecken macht bestimmt viel Spaß, oder? Haben wir noch gar nicht geguckt, ne? Ein Heim für Honigbienen. Sie können genauso stechen wie ihre wilden Verwandten auch. Bei einer von Reds Mutproben musste man seine Hand in das Loch stecken. Natürlich habe ich das nicht getan. Das
Jetzt will ich ihn doch durchsuchen, aber das tut doch weh. Haben wir jetzt Honig? Hä? Er ist leer. Es gibt keine Bienen. Aber ich habe einen Schlüssel gefunden. Ja, immer, wenn wir durchsuchen müssen, immer durchsuchen. Alles doch klar. Und wenn die Hand dann wundgestochen ist. Etliche Baumaterialien. Ich glaube, der Bauer benutzt sie zum Ausbessern von Stellen. Ja, wirklich. So, dann gehen wir doch mal hier rüber. Ja, gibt's hier denn noch irgendwas Aufregendes? Also da oben ist irgendwie jemand wild umherlaufend. Wischen das. Sunnys Mutter ist die ganze Zeit in ihrer Küche und backt Süßes. Ich bekomme sie fast nie zu Gesicht. Man sagt, dass sie einem Kekse gibt, wenn man sie auf der Straße trifft. So nett. Sunny muss ihr so oft helfen. Ja, ins Haus rein kommen wir auch nicht. Und Mutti ist jetzt auch auf der Wand, ne? Oder ist es... Ich glaube, Mutti ist jetzt auch auf der Wand. Das Bild sieht noch sehr neu aus, das glaube ich, Mutti. Ja, doof. Ja, die Alte, hatten wir die Töle dahin ja auch schon mal angequasselt. Also die ganzen alten Säcke sind ja irgendwie alle. Stopp! Halt! Musst du immer noch Wache schieben, Silver? Na klar, das ist meine Spezialität. Bist du schon wieder aus dem Spiel geflogen? Ja, darin bin ich auch wirklich nicht gut. Wie auch immer, ich muss hier bleiben, also kommst du nicht vorbei. Ja, müssen wir bestimmt wieder irgendwie bestechen, ist doch klar. Geschlossen. Ja. Warte mal, können wir hier nicht irgendwie... Können wir mit ihm gerade was anstellen? Nee, können wir hier irgendwas anstellen? Oh, da können wir es anfangen. Ja. Oh. Backen? Oh. Kaputte Erinnerung. Ja, ich denke, kaputte Erinnerungen sind auch einfach sehr schwere Erinnerungen vielleicht auch. Also was heißt ich denn? Natürlich, das muss es ja sein. Ich wüsste nicht, was es sonst sein soll. So, ich denke, das hier ist recht obvious. Nein, ist es nicht. Aber eigentlich kann das ja nur gehen, wenn wir hier durchgehen. Dann gibt es ja nur die Möglichkeit, noch hier so durch und dann hier. Ah, siehst du so. War doch gar nicht so schwierig wie gedacht. Ah, der Junge will backen, oder was? Red will backen. Hat er da irgendwas gebacken? In den Ofen geschoben? Zugeguckt beim Backen? Oh. Irgendwer. Oh. Es sind auf jeden Fall sehr. Guck mal, Black, warum muss er alle immer so herumkommandieren? Was meinst du? Er wollte mir eins auswischen, weil du mich ein bisschen bestochen hast, aber er hat mir ein wertvolles Geschenk gestohlen und es versteckt. Ja, es sieht ihm ähnlich. Ich kann nicht mal danach suchen, das ist unfair. Wie wäre es, wenn ich es für dich finde? Würdest du mich dann vorbeilassen? Ich weiß nicht. Weißt du was? Black hat meine Loyalität gar nicht verdient. Wenn du mein Geschenk für mich findest, kannst du jederzeit vorbei. Abgemacht. So, jetzt sollen wir also irgendwie einen Besen oder irgendwie so ein. Weiß ich nicht. Backschaufel. Wie auch immer man die Dinger nennen soll. Irgendwie wahrscheinlich finden. Ach, die Alte ist jetzt da. Hi. Da geht nix. Ah, das geht. So, was ist mit ihr los? Ah, sie hat wohl irgendwie Spaß gehabt mit Kindern oder was? Ah, ach, die hatten wir glaube ich schon. Dann wurde sie gemobbt. Oh. Also, dann hatten wir die schon. Okay. Oder nicht? Das beruhigende Geräusch von fließendem Wasser. Diesen Fluss gab es hier schon, als ich noch ein Kind war. Ich bin froh, dass die Stadt nach all den Jahren noch immer existiert. Genau wie sie es schon früher getan hat. Aber die Leute sind nicht mehr hier. Meinst du das? Ich habe
in all den Jahren viele Gesichter kommen und gehen sehen. Oh. Warum hängen wir Vermisstenposter auf, wenn niemand nach den Vermissten sucht? Nein, nein, die Poster hängen hier nur, damit wir wissen, wer verschwunden ist. Und nicht etwa, um nach jemandem zu suchen. Hat es jemals irgendjemand versucht? Nur Narren tun das. Und stets bekommen sie das, was sie verdienen. Die Monster erwarten sie und sie kehren nie wieder nach Hause zurück. Hm. Jetzt müssen wir irgendwie eine Blume finden hier, eine kobaltblaue. Ah. Ja, ist eine kobaltblaue Blume. Aber da kommen wir nicht rein, ne? Oder ist das der Schlüssel jetzt? Vielleicht ist es der Schlüssel. Ist das der Schlüssel, den wir gefunden haben? Oh. Ja, dann geht das nicht. Kann man hier irgendwie gerade mal hingehen? Ne, ne. Da ist nix. Weil irgendwie müssen wir da rein, weil da ist eine kobaltblaue Blume. Das heißt, ich muss irgendwie... Olivia kriegt auch noch irgendwas? Ich weiß nicht, was kriegt Olivia denn? Die wollte, glaube ich, warten auf Fadi, ne? Ja, ich weiß nicht. Irgendwie müssen wir Fadi wohl wieder nach Hause kriegen. Ah, im Brunnen könnte doch vielleicht irgendwas versteckt sein, oder? Es gibt ein Echo. Oh. Habe ich irgendwas? Warte mal. Wir haben eine Hake. Vielleicht können wir Fadi auf dem Feld helfen. Dann geht Fadi nach Hause. Dann geht Olivia bestimmt auch wieder nach Hause. Hallo? Er lässt mich nicht vorbei. Also irgendwas müssen wir mit der Hake machen. Hallo? Warte, was ist das? Hallo? Ah, ich glaube, die Vogelscheuche hat nämlich genau das, was wir suchen. Kann ich ihm einen Keks geben? Oh, was kann man denn? Was kann man denn machen? Was ist das? Notizen. Puppe. Also irgendwie müssen wir hier... Der muss irgendwie abhauen. Der muss abhauen. Der muss irgendwie weg. Oh, ich glaube, ich weiß. Was hast du hier zu suchen, kleines Mädchen? Das ist mein Feld, kein Spielplatz. Wie jemand anderen auf dir nerven. Dieser alte Kriegskram und ständig beschwert er sich über unsere Streiche. Dabei hat er sie verdient. Entschuldigung, kann ich dir etwas fragen? Bin beschäftigt. Warst du schon mal im Wald? Was? Wo hast du das gehört? Nirgends, es ist nur eine Frage. Lächerlich. Jeder weiß, dass es töricht ist, den Wald zu betreten. Sag mir, mache ich auf dich etwa einen törichten Eindruck? Aber ich meine doch nicht... Das Jugend heutzutage. Ich möchte alles über die verschwundenen Leute herausfinden. Weißt du irgendetwas darüber? Was gibt es da schon zu wissen? Die haben sich nicht an die Regeln gehalten. Mein Vater hat dir das schon unzählige Male erklärt, also glaube ja nicht, dass ich nicht weiß, was du hier veranstaltest. Wie bitte? Du bist hier auf Geheiß deiner überheblichen Freunde. Du hoffst darauf, dass sie als nächstes verschwinden, nicht wahr? Es tut mir ja wirklich leid, aber das wird niemals passieren. Ich weiß sehr wohl, wie ich hier zu leben habe. Mit Sicherheit nicht wie irgendwelche Kinder, die die Leute bei der Arbeit behelligen. Alter, mach nur so weiter und dich holen sie auch noch. Du wirst schon sehen. Ich habe nichts Falsches gesagt. Ich kenne deinen Vater schon seit einer Ewigkeit und seinetwillen will ich dir mal was sagen. Benimm dich gefälligst, junge Dame. Hast du schon mal ein Monster gesehen? Nein, nein, so geht das nicht. Die Monster sind diejenigen, die uns beobachten und entscheiden, wer von uns als nächstes dran ist. Leute, die ihre Stimme zu sehr erheben, die laut sind, das sind diejenigen, auf die sie es abgesehen haben. Die Regeln sind also simpel, sei still. Ich muss jetzt gehen. So, bevor ich den mal verscheuche, ich will erstmal kurz gucken, ob wir irgendwie mal Gedanken lesen können. Oh ja. Weil der ist doch bestimmt, also das ist ja nicht ohne Grund so. So ein Vogel, ey. Wie, warte, was? Warte, was stand da?
Jetzt kann ich ja geschnallt. Ah, weiß nicht, ob du irgendwie Obstsalat mag. Der Schlüssel passt nicht. Oh, das wäre doch zu einfach gewesen. Och, Mano. Aber wo passt der Schlüssel? Wir wissen, wo der Schlüssel passt. Weil die Vogelscheuche hat, glaube ich, genau das Spielzeug, was sie, das Geschenk, was sie eben laut haben. Das hat, glaube ich, die Vogelscheuche. Und die Vogelscheuche kriegen wir, wenn ihr verscheucht. Man muss halt irgendwie weg abhauen. Schmutziges Werkzeug voller Spinnenweben. Mehr möchte ich darüber gar nicht wissen. Der Hühnerstall ist tagsüber immer leer. Da kann man auch nichts pflücken, oder? Dartpfeile. Das letzte, was ich in meiner Tasche mit mir rumtragen will, die Piken. Ja, also ich glaube, hier ist nichts mehr zu holen. Da ist nichts mehr zu holen. Oh, ist aber nichts dahinter, oder? Nee. Schade. Wie machen wir jetzt am besten? Wie kommen wir jetzt voran? Ist hier irgendwas Neues? Glaub nicht. Glaub nicht, dass hier was Neues ist. Ah, Pilze hatten wir schon gesammelt. So. Ja, komm, geh durch. So. Ich würde ja gerne mal kurz hier lang gehen. Irgendwo muss der Schlüssel passen. Vielleicht passt er ja beim Tischler. Ja, das passt natürlich nicht. Hm, wo könnte der Schlüssel passen? Ich weiß leider nicht mehr, wo er passen könnte. Oh, Hundi. Hallo, Hundi. Na komm. Was passiert? Du siehst heute traurig aus. Der blöse Tischler ist auch ohne Hut. Was hat das mit diesem Hut auf sich? Oh, willst du nicht, dass ich ihn mir nehme? Okay, wenn du nicht willst, nehme ich ihn dir auch nicht weg. Der Tischler muss ihn verloren haben. Okay. Und die mag nicht. Kann ich hier was machen? Ein neues Instrument. Ich frage mich, wie es so klingt. Ey, das Hühnchen ist jetzt nicht mehr drin. Naja, so ich mir das nicht vorgestellt. Mamas Flyer ist viel besser. Wer will denn sowas überhaupt? Wow, jetzt hast du einen Sticker bekommen? Der war schon mal benutzt, das Ding. Was ist da drin? Ne? Wahrscheinlich nicht. Ey, ich weiß, der Tischler ist irgendwie... Also Hundi vermisst den natürlich, klar. Der Tischler ist ja... Ne? Ja, ist ein Poster von Mutti. Ich würde gern wissen, was passiert ist. Ich weiß nicht, wo könnte der Schlüssel noch passen? Die Hütte ist natürlich leer. Und ist ja gerade draußen. Kann man hier drinnen irgendwo... Ah, vielleicht passt der Schlüssel hier im Haus irgendwo. Also wenn wir gerade schon hier sind, dann gucken wir gerade mal ins Haus. Ich sollte noch nicht zurückgehen. Ich habe meine Nachforschung noch nicht beendet. Und außerdem möchte ich wirklich keine Zeit mit Olivia verbringen. Ja... Warte mal, können wir eigentlich beim Hundi auch singen tun? Weil dann wissen wir vielleicht auch, was mit dem Tischler los ist. Vielleicht vermisst Hundi den ja schon eine Weile jetzt. Also er scheint ja irgendwie gerade nicht da zu sein, ne? Oh, siehst du? Das geht nämlich. Oh, ja, Tischler hat Hundi lieb. Ah ja. Guck mal, jetzt haben wir da noch was Neues. So, Moment, jetzt müssen wir irgendwie von hier... Hm. Ja, so nicht. Mal, wenn wir das hier drehen und... Das hier drehen und das hier nicht... Ja, nee, so nicht.
Aha. Also wird das irgendwie nicht. Schon besser. Muss er noch irgendwie hinkriegen. Okay. Warte, Mist. Ja, diese Rätsel bin ich so gar nicht gut. Moment. Wir müssten dann. Also hier oben müssen wir wieder hin, aber. Ah, das geht ja auch noch, ne? Besser. Jetzt muss er halt irgendwie noch mal hier oben, glaube ich. Okay. Okay, warte mal. Natürlich, das ist natürlich doof. Aha, so, finally. So, was ist hier los? Oh Gott, Hilfe. Okay. Ah, genau, das macht das ja. Der Tischler. Ja, ein Tischler ist gegangen, ja. Oh. Ja, okay. Seinem Besitzer folgen. Es geht nicht, es ist zu fest. Kann ich es losbinden? Danke wohl kaum. Ja, genau, wir haken aber den Hund. Wie können wir das denn losbinden bloß? Also es ist halt zu fest. Ja, wie machen wir das lose? Ich glaube, das wird dann aber auch, dann verlassen wir aber auch das Dorf zwangsläufig. So, aber wie machen wir jetzt weiter? Immerhin wissen wir jetzt schon mal ein bisschen mehr. Geht wahrscheinlich nichts. Wir können ja mit Objekten in der Umgebung, können wir dann ja... Stimmt, das habe ich ja ganz vergessen, das macht dieses Ding. Dann gucken wir mal, was gibt es denn so für Objekte, die man möglicherweise sich mal angucken kann. Aber ich denke mal, welche Objekte das sind, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge nochmal an. Von daher würde ich sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal und ciao.